Also, wir haben heute Punkt 16 Uhr den Verkehr auf der A5 vollgesperrt. Diese Ausleitung, das ging ungefähr 10 Minuten bis eine Viertelstunde. Und anschließend konnte man dann mit diesem sogenannten Fallbett beginnen. Das heißt, ich habe unten Vlies ausgelegt auf die Fahrbahn und ca. 60 cm Kiesschüttung aufgebracht. Dieses Fallbett benötigen wir, damit die Brückenteile, die abgebrochen werden, die vorhandene Fahrbahn nicht beschädigen. Und auch dann noch, wenn die Brücke fällt, die Fahrbahn nicht beschädigt wird. Nach dem Ausbau gibt es zwei Brücken, also ein vierspuriger Ausbau der Brücke. Und die neue Brücke, also die erste Brücke, die wurde nördlich der jetzigen bestehenden Brücke schon hergestellt, seit letzten Herbst. Und jetzt, ab heute, beginnen wir mit dem Abbruch. Und anschließend, ab Montag, wird gleich der Bau der zweiten Brücke begonnen. Ja gut, Gefahren ist zum einen natürlich, dass sich niemand unter der Brücke bewegt, wenn der Abbruch stattfindet. Und dass man auch genug Sicherheitsabstand hat. Aber das haben wir eingehalten. Also das Fallbett, das ist mittlerweile hergestellt und somit können die zwei Bagger die Fahrbahntafel zusammenmeißeln. Anschließend fahren die Bagger von der Brücke runter und meißeln dann die Hauptträger durch. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo dann die Brücke fällt.